Hey Leute, Remake hier. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Creeper-Farm bauen könnt. Das Besondere daran ist, dass sie mit Schneemännern anstatt mit Katzen oder sonstigem funktioniert. Also ihr braucht keine Katzen, kein Redstone oder sonstiges. Das Design ist von Mushoden. Ich verlinke euch den Channel in der Videobeschreibung. Der macht echt coole Videos und coole Designs, also auf jeden Fall auschecken. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an mit der Materialliste. Die Farm bauen wir am besten im Deep Ocean, das könnt ihr auf F3 sehen bei Biom. Und am besten auch mindestens 7 Chunks entfernt sein vom Land. Da hinten sehen wir jetzt Land, dann können wir aber die Render Distance auf 7 Chunks runterstellen. Und wenn wir dann kein Land mehr sehen, dann sollte es auch passen und dann können wir anfangen. Um anzufangen, können wir entweder ein Lilypad aufs Wasser stellen oder uns vom Boden hochbauen, das ist ganz egal. Dann platzieren wir unterm Lilypad einen Block und machen daraus eine 3x5 Plattform. Auf einer Seite platzieren wir dann Doppelkisten. So, 3 Stück nebeneinander und in die dann Hopper, die da reinleiten. Als nächstes platziert ihr einfach hier auf der Kiste einen temporären Block und bauen dann einmal hier die Blöcke um die Hopper herum. Und zum Schluss müssen wir hier noch Blöcke platzieren, dass wir Zugriff weiter auf die Kisten haben. Da können wir am besten umgedrehte Treppen für nehmen. So, und dann können wir immer noch auf die Kisten zugreifen. Glas könnte dabei auch funktionieren. Als nächstes ziehen wir die ganze Wand 2 Blöcke höher. Und als nächstes gehen wir überall 2 Blöcke raus. Als nächstes bauen wir eine ein Block hohe Wand drumherum. Dafür nehmen wir auch temporäre Blöcke und dann können wir hier so drumherum bauen. Als nächstes nehmen wir Soul Campfires und platzieren die einmal hier unten überall drin. So, und dann schließen wir das Loch mit temporären Blöcken. Und nehmen uns dann einfache Tore und platzieren die einmal hier überall drauf. Die müssen wir dann auch noch öffnen. Danach können wir die temporären Blöcke hier wieder entfernen. Und als nächstes bauen wir die ganze Wand hier drumherum 2 Blöcke höher. Wenn wir das dann auch soweit haben, müssen wir in der Mitte eine 5x5 Plattform bauen. Dafür baut ihr euch einfach hier einen raus und hier dann 5 Blöcke in die Richtung, bis ihr immer an der Kante ankommt hier. So. Danach nehmt ihr euch Slabs und platziert die so wie ich hier in dem U-Muster. Und danach platzieren wir hier noch ein Bett, dafür drückt ihr am besten Shift und nehmt euch hier die Slab raus und platziert dann das Bett so. Jetzt nehmen wir uns Zäune und platzieren immer jeweils in der Mitte hier eins. Also so. Und dann müssen wir hier drinnen noch eine Art Rahmen ziehen. In der Form jetzt. Danach platziert ihr hier jeweils wieder einen drauf.
Und dann müssen wir die miteinander verbinden. So. So und so. Jetzt sollte es so aussehen. Jetzt müssen wir uns an jeder Seite in der Mitte für 5 Blöcke rausbauen. Kleiner Tipp, ihr könnt dafür auch Slabs benutzen. Die Slabs müsst ihr dann nur auch auf der richtigen Höhe platzieren. Also so, damit da drauf was spawnen kann. Dadurch würdet ihr Ressourcen sparen. Ich werde jetzt hier Blöcke benutzen, aber ihr könntet auch Slabs benutzen. Das wiederholen wir jetzt für jede Seite. Und danach verbinden wir alle miteinander. Und wenn ihr das dann auch habt, dann müssen wir die Bereiche dazwischen drin ausfüllen. Dann nehmen wir uns als nächstes Wasser und gehen hier hin und platzieren überall hier nur in den Ecken Wasser. Immer in beiden Ecken, auf jeder Seite, dass ihr seht, dass das Wasser immer in die Mitte leitet. So. Als nächstes nehmen wir uns dann irgendwelche Treppen und fangen an, die hier außen so zu platzieren. Und das müssen wir einmal ringsrum um die Farm herum machen. So, wenn ihr das dann habt, dann müssen wir in die Mitte gehen. Wir nehmen uns Slabs und platzieren die jeweils hier an dieser Kante. Und dann nehmen wir uns eine Slabs und fangen an der an, uns immer 2 Blöcke rauszubauen oder 2 Blöcke freizulassen und einen Teppich zu platzieren. So, und von diesem Teppich müssen wir uns in jede Richtung dann immer auch wieder 2 Plätze freilassen und einen Teppich platzieren, bis ihr den ganzen Bereich hier damit ausgefüllt habt. Als nächstes gehen wir zu einer Slab, platzieren darauf einen temporären Block und müssen anfangen, Trapdoors um die Farm herum zu platzieren, auch über den Slabs. Wenn wir die Fläche soweit bedeckt haben, können wir wieder in die Mitte unserer Farm gehen und wir müssen einmal hier Trapdoors platzieren. So. Und auf der Seite und die dann einmal öffnen. Als nächstes müssen wir oben auf die Trapdoors drauf, platzieren hier einen temporären Block auf irgendeiner Seite erstmal, werdet ihr gleich sehen warum, platzieren 2 Schneeblöcke und ein Carved Pumpkin, dann müssen wir den Schneemann da in die Ecke schmeißen, das müssen wir auf jeder Seite 2-mal machen, 1, 2 und das wiederholen wir dann auf jeder Seite und den temporären Block auch wieder entfernen. Jetzt solltet ihr 2 Schneegolems in jedem von diesen Feldern haben. Als nächstes müssen wir die Bereiche dann hier noch, die noch nicht ausgefüllt sind, mit Teppichen auffüllen. Also auf jeder Seite oder auf jeder Ecke 3 Teppiche. So, ihr könnt jetzt natürlich mehr Layer bauen. Das mache ich. Ich zeige euch gleich auch noch, wie ihr noch ein Layer bauen würdet oder halt noch vielleicht 4 oder 5 mehr. Wenn ihr jetzt aber fertig wärt, könntet ihr die Farm jetzt mit Slabs bedecken. Das werde ich dann zum Ende des Videos auch noch machen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr machen müsst, um noch mehr Layer zu bauen. Dafür gehen wir erstmal hier runter. So. Und müssen erstmal hier noch Trapdoors platzieren. Oh, so. Und die hochklappen. So, das müssen wir dann auf jeder Seite machen.
So, damit ihr jetzt diesen Kasten drumherum habt. Wie gesagt, wenn ihr nicht mehr Layer bauen wollt, dann könnt ihr das jetzt weglassen und direkt halt weiter skippen und das jetzt ignorieren, dass ich jetzt die zweite Layer baue. Denn der Abschluss wird der gleiche sein. Also könnt ihr jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Minuten vorskippen. Ich mache wahrscheinlich eine Timestamp hin, dann werdet ihr das jetzt genau sehen. Aber jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Layer. So, und dann fangen wir erstmal hier in der Mitte an. Und zwar bauen wir da hier unsere Plattform für die Snow Golems gleich. Also einmal den Ring hier außen rumziehen. Und dann hier drinne wieder das U mit den Slabs. Das Bett muss nicht irgendwie gleich mit dem anderen sein, das ist egal. Das ist jetzt nur Zufall, dass es bei mir jetzt so ist. Ist es tatsächlich gar nicht auch, sehe ich gerade. Und dann müsst ihr hier natürlich wieder das Bett platzieren. So, dann nehmen wir uns auch wieder Zäune. Jeweils hier überall. Und dann hier einmal dieses Muster, wie wir es gerade schon hatten. Und dann auch wieder einmal über Kreuz hier. Oh. So. Als nächstes bauen wir dann die Wände hier drei Blöcke höher diesmal, weil hier noch der Boden gleich hin muss. Deswegen drei Blöcke. Und danach können wir hier den Boden, also genau da, wo die Trapdoors sind, auch einmal mit normalen Blöcken oder wieder mit Slabs nachziehen. Bei den Slabs, wichtig, da müsstet ihr jetzt natürlich die Höhe hier nehmen und nicht die hier. Aber wir nehmen ja jetzt aber normale Blöcke, da könnt ihr nämlich auch nichts verkehrt mitmachen. So, das Wassersystem werden wir nicht nachbauen müssen, denn die Creeper werden hier einfach runterfallen und da unten im Wasser landen. Also das könnt ihr völlig ignorieren. Als nächstes nehmen wir dann wieder die Slabs und platzieren die hier in die Ecken. Und dann wieder mit den Teppichen immer zwei Blöcke freilassen, platzieren, zwei freilassen, platzieren und dann wieder auf dem ganzen Bereich. Und wenn ihr das dann habt, dann können wir uns wieder unsere Trapdoors nehmen und wieder das Dach hier komplett füllen. Ihr könnt hier natürlich auch anfangen, macht es vielleicht für euch ein bisschen einfacher. So, und danach können wir auch wieder hier hingehen und hier auch wieder Trapdoors platzieren. Und natürlich auch aufmachen. Und das ringsum. Danach geht ihr wieder hier in die Stelle, platziert einen temporären Block und platziert wieder einen Schneegolem. Und das wiederholt ihr dann auf jeder Seite zweimal. Und dann natürlich auch die Teppiche hinter außen rum, nicht vergessen. So, wenn ihr jetzt keine weiteren Layer bauen könnt, ihr könnt das jetzt natürlich noch unendlich weiterspielen. Ich glaube, 7, 8 Layer sollten gar kein Problem sein, eigentlich bis zu einem AFK-Spot hoch, den wir gleich bauen werden. Ja, dann können wir jetzt erstmal hier alles mit Slabs bedecken. Ich würde euch den Tipp geben, hier auch noch einen normalen Block hin zu platzieren, weil wir von da aus gleich unseren AFK-Spot hochbauen. Aber den Rest jetzt erstmal komplett mit Slabs bedecken, wenn ihr nicht noch mehr Layer bauen wollt. Und wenn ihr mehr Layer bauen wollt, dann auf jeden Fall wie gerade und hier auch die Trapdoors nicht mehr vergessen. So, wenn ihr das dann soweit habt, dann gehen wir an eine Seite. Wir hören jetzt auch schon die ersten Creeper in die Farm fallen. Und dann bauen wir uns hier vom obersten Layer, also je nachdem wie viele Layer ihr habt, ihr startet immer ganz oben, entfernt hier zwei Treppen. Und also auf dem Level hier, Vorsicht, dass hier kein Creeper kommt, auf dem Level, auf dem Bodenlevel des höchsten Layers, baut ihr euch dann hier mit Blättern raus. Oh, das erste ist ein bisschen tricky, weil wir da eine Treppe haben und keinen richtigen Block. So, und schnell wieder zumachen, damit kein Creeper kommt. Und dann bauen wir uns an jeder Seite einfach fünf Blöcke sozusagen, also fünfmal Blätter raus. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das wiederholen wir an jeder Seite und verbinden die dann alle miteinander und füllen den Bereich aus, dass wir halt so eine Art Rahmen aus Blättern bekommen. Genau. So sollte es jetzt aussehen, wenn das soweit fertig ist. Als nächstes gehen wir hier in die Mitte und bauen uns bis Y192 mit Gerüsten bzw. Scaffoldings hoch. So, und auf 192 können wir uns dann eine kleine AFK-Plattform bauen. Und hier können wir jetzt theoretisch stehen bleiben und
auf unser Gunpowder warten. Ja, und nicht nur theoretisch, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, warten ungefähr eine halbe oder eine Stunde, ich gucke gleich mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir waren jetzt eine halbe Stunde weg und dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was die Farm uns jetzt in der halben Stunde gebracht hat. Und ihr seht, da sterben auch gerade noch welche. Ihr hört es besser gesagt. So, ich würde sagen, wir bauen uns hier einfach eben fix eine Kiste hin und ich packe die alle in eine Kiste und dann gucken wir, was da noch drin ist. So, das haben wir dann jetzt insgesamt aus allen drei Kisten in einer halben Stunde rausbekommen. Das sind jetzt ziemlich genau 2700, also etwas mehr als 2700 Gunpowder. Wenn wir das jetzt mal 2 nehmen, wenn wir eine Stunde AFK gehen, sind wir dabei knapp 5400 Gunpowder, ohne irgendwie Looting, wirklich einfach nur AFK rumstehen. Und das ist schon echt super, super gut. So, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.